und herzlich willkommen zu einer weiteren Staffel Subsistence, beziehungsweise zu einer weiteren Aufnahmesession Subsistence. Wir befinden uns in Folge 32 und ihr habt sie schon gehört, mit dabei unsere Julia, mit dabei unsere Miri. Hallöchen. Auch dabei die Manu. Hallo. Und last but not least, der Herr der Runde, unser Heiko. Hallo. Hallo. Und ich natürlich. Hallo. Hallo. Ich habe ein Problem. Ich gehe hier am Strand entlang und plötzlich, da ist er. War ein Bär, den habe ich nur gehört. Der rannte hinter mir her, ich sah nichts. Der hatte sich hinterm Strauch versteckt. Ich dachte jetzt erst, der Bär ist unsichtbar. Das wäre wirklich schlimm gewesen. Der unsichtbare Bär. Der unsichtbare Bär, ja. Das macht keinen Spaß. Ah, Kuckuck. Es ist Punkt 15 Uhr. Der Kuckuck hat geschlagen. Es ruft aus dem Walde. Schieß den Kuckuck ab. Nein, ich finde das gut. Lass den an. Ja, na klar, ich finde den auch gut. Der gehört dazu. Okay. Ich habe alles leise gemacht, ne? Ich habe alles, das Handy lautlos, überall runtergedreht. Und ja, mein Handy hat auch gerade geklingelt, 15 Uhr. Ups. So, ich habe gerade noch einen Hasen aus meiner Falle genommen. Wir haben gerade festgestellt, bevor wir jetzt die Folge angefangen haben, wir müssen unbedingt und unbedingt Baumwolle finden. Ja, Baumwolle finden. Mhm. Sonst werden wir alle nicht überleben. Den Winter. Meine Vorbereitung Reden. Für den Winter treffen. Ja, ja. Das ist einmal ruhig. Weil der ein oder andere hat tatsächlich zu wenig. Ich muss hier gerade mal eine Karotte schnabulieren. Und nochmal ein Tomätchen. Ja, hilft nur. Laufen, 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 ne? Ja, ja, ich will auch gleich unterwegs sein. Ja, Herbst, das heißt also, man kann jetzt mit Glück auch mal wild die ein oder andere Baumwollpflanze finden. Ja, eben. Mhm. Wenn ich vom Teufel spreche, eine Kiste aufgemacht, Baumwollsamen drin. Wieso hat diese Frau eigentlich so viel Glück? Ist das wirklich, ich hab ja gar nicht so viel Glück. Fast auch mal Glück, das ist ein Unterschied. Auch mal. So, ja, werden wir mal gucken. Ne? Auch mal Glück. Nichts Glück hier. Und aufpassen, Elscham Pumpfzeit. Ja, stimmt. Das macht du denn nix. Ich hab auch Angst vor dir, Heiko. An der Mitte, ja, das muss ich kirschen müssen. Ah, die mache ich doch und mit links und 40 Fieber. Jawohl, was hat's gegeben? Baumwollsamen sogar. Ich habe 2 Baumwollsamen schon in dieser Folge gefunden. Sehr schön. Ja, und also da ist ein Elch. Wir machen neue, oder? Und da ist ein Elch. Wie meinst du? Wehe, du stirbst und die Baumwollpflanze ist weg. Die Pflanze ist sowieso weg, weil ich sie gepflückt habe. Ich gucke jetzt erstmal, was hat's. Nein, aus deinem Rucksack. Da ist ein Level 3 Elch, den lasse ich am besten in Ruhe. Ja, in der Brunftzeit sowieso. Ja, die Brunftzeit ist Wurst. Der kommt nur früher dann, ne? Aber ich tu dem nix. Wenn der jetzt ein Level 1er gewesen wäre, wäre mir die Brunftzeit egal gewesen. Ja, ich finde sie dann schon einen ganzen Ticken aggressiver. Ja. Ja, weil die gleich nach dem ersten Schuss kommen, ne? Wenn man sie schießen will, ne? Also wenn du dann Level 3 hast, der direkt nach dem ersten Schuss kommt, dann herzlichen Glückwunsch. Das hat doch schon irgendwie dann, ne? Da muss man gucken, dass man mit dem Gewehr dem gleich noch einen zweiten oder sogar dritten hinterherjagt. Dann die Waffe wechselt. Und ich habe noch gar kein Gewehr. Mir reicht erstmal die Schrotze noch. Ja gut, ich meine, Anfänger, die noch kein Gewehr haben, müssen natürlich vorsichtiger sein. Meine Linie oder lauf doch mal in meiner Gegend rum. Das war eine Ansage. Mit vollem Rucksack, wo noch Baumwollsamen drin ist. Ich habe schon immer verstanden, mir Freunde zu machen. Ja, das glaube ich auch. Erst gewonnen. Ja, ja. Kein Schlüssel, oh shit. Ja, das ist natürlich. Das Ding an der Sache ist, unser Michael, ne? Der kann das nicht verstehen, dass wir so auf die Lockpick-Kisten sind. Vielleicht kann ja nochmal jemand sich berufen erfühlen, nochmal zu erklären, warum das für uns tatsächlich so wichtig ist. Ich meine, erklärt sich das nicht von alleine? Eigentlich ja schon. Er stellt ja auch manchmal komische Fragen, so Fragen, die irgendwie andere nicht stellen. Ist manchmal schwierig, eben das alles so zu erklären, ne? Naja, ich meine, Waffenteile kriegen wir nun mal nur aus Lockpick-Kisten. Und um die Waffen aufzuwerten, braucht man die. Wenn man jetzt,
zum Beispiel noch nicht in der Lage ist, irgendwie Elche zu schießen, man aber schon unbedingt Schuhe haben möchte, dann ist die einzigste Möglichkeit, an den hinzukommen, über die Lockpickkiste. Ja, so, wobei da nicht immer welche drin sind. Aber die Wahrscheinlichkeit, die ist eben da, dass welche drin sind. Ja. Ich habe mal eine Frage. Es ist Brumpfzeit. Was bedeutet das für ein Schwein? Nix. Ein Schwein? Das ist ja auch eine Elchbrunftzeit. Ja, ja, schon, aber vielleicht... Das Schwein, das bei mir am Strand rumläuft, jetzt ins Wasser gegangen ist, meinst du das? Nein, nein, das, jetzt ist die eins ins Wasser gegangen. Aber das ist wahrscheinlich nicht das, was du hattest. Ich sehe dich, ich glaube, das bei ist mir zu Hause. Pass auf, bei mir vor der Tür ist ein Bär. Abgebildet ist ja eigentlich nur der Elch. Also denke ich mal, dass ich das auch nur darauf... Ich meine, ich kann es ja mal ausprobieren, aber... Nee, ist ein Level-3er-Schwein. Du Scheißhuhn! Womit wahrscheinlich ein Wildschwein in der Brumpf noch gefährlicher wäre als ein Wildschwein, als ein Elch. Also keine Ahnung, die sind ja in Natura. Also hier ist ein Kraft. Jetzt geht der Bärheld hinter dem Schwein her. Ich hab's gerade gesehen, ja, ja. Ey. Ja, ja. Bleib doch mal hier, denn das ist ein Wolf, du blödes Huhn. Ja, deswegen rennt ja dahin. Ja, genau. Ach Mann. Das finde ich gar nicht so blöd, wie du sagst. Doch, doch, wohl. Nee. Wenn das nicht blöd ist, bin das zum Wolf. So. Also Taschen sind hier genug. Hier. Aber Baumwoll warm nicht. Oh, ich habe schon zwei gefunden. Also ich kann mich der Michael, der spielt ja auf dem Server von der Julia, genau. Mhm, ach, ja, genau, das sagt. Ja, du liest keine Kommentare. Also, dass er immer alleine ist. Eigentlich. Und dann nochmal zur nochmal zur Erklärung, dass ich das dem Michael auch nochmal zeige. Er hat mich gefragt, wie man untereinander kommuniziert. Er hätte ja kein Mikro, wenn man denn auf dem Server spielt. Und da habe ich ihm drunter geschrieben, wenn man Enter drückt, dann geht an der Seite links ein Fenster auf und dann kann man hier Hallo schreiben. Und das liest dann eigentlich der ganze Server. Ja, genau. Alle, die da sind, lesen das dann. Ja. Und wenn man wissen will, wer auf dem Server ist, dann guckt man in die BKE rein und dann sieht man sämtliche Spieler, die auf dem Server vorhanden sind. Das zeige ich dann nachher nochmal, wenn ich in der BKE bin. Aber jetzt erstmal muss ich mir die Tasche da hinten holen. Ich brauche jetzt schließlich Zeug. Nagels. Ich glaube, Nägel sind, glaube ich, mein wenigstes Problem. Ich glaube, ich brauche was für den Winter. Ich glaube, ich werde das suchen wir wohl alle irgendwie, ne? Ich glaube, ich werde mich wirklich bei jemandem einquartieren müssen über die Winterzeit. Na, ich lasse versuchen, eine Heizung zu bauen und irgendwie mal gucken. Eine Heizung? Aber sonst hast du noch alle Latten am Zaun, oder? Ja, wenn ich zum Verlofen bin, muss ich auch nur Wasser halten, ne? Das ist das Beste, was es geben kann, wenn man eine Baumwolle findet. So, jetzt hatte ich hier gerade echt Mechtala. Ich bin weggerannt und musste mich umdrehen und jetzt liegt hier toter Wolf und toter Bär, beides hintereinander. Warum sagst du nichts? Ja, hör mal, wenn ich gerade dabei bin, fast zu sterben, was soll ich da sagen? So schnell ich bin fast am Sterben. Ja. Oh, du kannst, die liegen jetzt hintereinander. Das, wenn du das sehen willst, ich schlachte die jetzt. Ich glaube, und hat schon mal so großen Hunger. Also. Oh, ich warte. Sagen. Es tut mir leid, Manu. So, ich bin bei dir. Ja. Oh, Metzelfest. Ja, es tut mir leid. So schnell konnte ich jetzt nicht. Also, ich war jetzt damit beschäftigt, mein Leben zu retten. Metzelfest, okay. Das Leben verlieren ist überhaupt nicht schlimm, aber wenn wir das nicht mitkriegen, was da los ist, dann ich bin nämlich fast tot. Ich habe nämlich nur 25 Lebenspunkte, deswegen, also ich hatte nicht. Uninteressant. So, ja. So, jetzt erstmal schnell rein. Uiuiui. Ui, ui. Ja. Was wir gestern jetzt mal wieder. Da war Schrott. Ui, so. Nein, nicht schießen! Der war gut. Hast du mich nicht gesehen? Au! Ins Auge.
Ins Auge, zwischen die Augen. Gut, dass sie den Pfeil nicht gesehen hat, den hätte sie mir nämlich auch noch geklaut. Ja. Wahrscheinlich. So, das packen wir mal weg. Das hätte sie mir nämlich auch noch geklaut, den Pfeil. Mhm. Pass auf, dasselbe machen wir jetzt noch mit der Lockpickkiste. Scheiße, ich habe keinen Schlüssel dabei. Ich auch nicht. Echt nicht? Nein. Ah, da ist er doof. Da hinten ist eine blaue Kiste, guck mal, aber hier ist auch irgendwo ein Wolf, habe ich gesehen. Ich habe keinen Schlüssel dabei nicht. Ja, Vorsicht. Den einen, den ich hatte, den habe ich gerade verbraucht. Hm. Verbraucht, ja. Ja, und glaub mir, die Kiste. Du Blöde. Nicht beragend. Ja, das ist dann ärgerlich, ne? Wenn man mit Mühe und Not sich da einen Schlüssel zusammen denkst und dann ist da so ein Mist. Nein. Ich hab wenigstens Teile. Drei Stück. Na, immerhin, komm. Was krieg ich als Samen? Tomatensamen. Ich hab Angst. Tomatensamen, ja. Komm, tu mal den Doof machen, da, den doofen Wolf da. Dass wir da wieder hinkommen. Du willst bestimmt an der. Und Kupfersplitter, aber keine Eisen. Keine Eisen. Ja, das ist scheiße, ist das. Mit der Baumwolle, das ist wirklich, also... Ja, ich bin tatsächlich auf Suche nach Baumwolle. Ich auch, also auf alles andere ist im Moment für mich... Ja, du hast richtig schon Pullover, also. Und Julia auch. Ja, Pullover haben wir schon. Bär, Wolf, boah, hier ist aber auch ein Gefiech, Brems Tierleben, hier komplett vollzählig angetreten. Hey, ja, Bremen ist eine schöne Stadt, sag nix. Ach, ich Bremen, das sind nur die Bremer Stadtmusikanten, aber hier... Da können wir mal auch mal 10 Stück machen hier. So. Machen wir mal 10 Briketts schon mal für den Winter. Oh, jetzt knurrt schon wieder. Das ist Gefiech. 10 Briketts? Nein, reicht nicht. Im Leben nicht. Nein, schon mal, hab ich gesagt. Ich mach schon mal 10 Briketts für den Winter. 20 brauchst du, weil ein Tag ein Winter. Ne? Wie viele Tage ist der Winter? Nee, die tue ich dann schon mal weg. Also ich bin jetzt nicht speziell. Wenn du auf 60 gestellt hast, dann haben wir 5 Tage pro Monat und dann sind 3 Monate Winter eben 15 Tage. Ja. Siehst du, also brauchst du 20 Briketts wenigstens. Ja, ja. Ich mache ja auch nur schon mal welche vorab. Also ich mache mal so peu à peu immer für den Winter schon mal so ein paar Vorbereitungen, dies, das. Also ich werde wahrscheinlich bei jemandem unterschlüpfen müssen. Du kannst zu mir kommen, wenn du willst. Wir werden schon alle irgendwie durch den Winter kommen. Ja, wir müssen auch Miri unterbringen. Ich muss auf jeden Fall irgendwo unterkommen. Ja. Haben wir doch schon gesagt. Das wir müssen wir auf jeden Fall Miri und irgendwo unterbringen. Wir werden ja wohl kaum irgendjemand... Wenn die Frau vor mir läuft, brauche ich hier gar nicht mehr langlaufen, Mann. Verdingsen lassen. Also. Wir müssen dann aber noch irgendwie einen Mitbewohner-Rahmenvertrag aufsetzen, ne? Du meinst Kostgeld abgeben, oder was? Ja, das hast du jetzt gesagt. Bei mir ist mietfrei. Oh, ich komme zu Heiko. Ich gehe zu Heiko. Oder ich gehe zu Manu. Oder wir gehen alle zu Heiko. So, das könnt ihr. Kriegst du uns alle unter Heiko? Ah, muss er uns aber alle durchfüttern. Er muss uns alle verköstigen, genau. Aber, muss das selber. Aber du bist zu weit weg vom Wasser. Nee. Über den Wolken. 16. Also nur da hinten, wer ist das? Das ist Heiko, ne? Wer ist denn das hier? Das ist Heiko, siehst du? Was machst du hier? Wohnst du hier oder was? Ja, schon wieder so ein doofer Bär. Also wenn du von da hinten kommst, dann wird hier nichts mehr sein. Hast du bestimmt alles abgegrast. Ja, oder gerade, weiß ich ja nicht. Eins, dass da was gespawnt ist. Kann doch sein. Wäre schon möglich. Also Wolf ist auf jeden Fall. Achso, hast du Platz in deinem Winter? Ich hab Platz, warum? Ich hab was für dich bei. Du hast was für mich bei? So, was haben wir hier? Das ist auch noch Tomate. Oh, was? Bär, hinter mir. Oh, dankeschön. 17 Patronen. Das ist geil, dankeschön. Ich brauch die ja nicht, aber ich nicht nehme. Na, ja, ich hab ja jetzt bring ich dir nachher auch mal. Wenn ich bei dir da rumkomme, dann kannst du die auch haben. Ich habe immer noch niemanden gefunden, der mir sagt, wie ich das einstellen kann, dass das auf dem Server funktioniert, dass wir an die anderen Kisten können. Oh, verdammt, ja, das ist kein Wolf, das ist Bär. War sehr hilfreich, wenn das irgendeiner wüsste. Ja, aber. Wolf, Bär. Hier mal ein offizieller Aufruf, wenn jemand weiß.
Ich habe bei Nitrado einen Server gemietet und wir können die Einstellung nicht ändern, dass wir den Zugriff auf die Kisten haben. Also ich ändere sie, ich speichere das, aber der nimmt die Änderung nicht an. Also wir können nicht auf die Kisten unserer Mitspieler zugreifen. Ist ja eigentlich nicht schlecht, aber in unserem Falle, wir hätten das gerne, dass es so ist. Ja, da oben wäre wichtig. Das hätte vielleicht geklappt, wenn man das von Anfang an so eingestellt hätte. Das mag vielleicht klappen, aber die Einstellung, die man von Anfang an einmal gewählt hat, die bleibt offenbar bestehen und die Änderungen funktionieren dann. Ja, aber du kannst ja auch den Schwierigkeitsgrad verändern. Das geht ja auch. Na, also, komisch. Ne, wir hatten ja auf dem privaten Server ja auch von Easy auf normal gestellt. Das ging ja auch. Also muss das doch auch gehen eigentlich, oder? Dann ist das wohl nur bei den Einstellungen zu den Zugriffen anderer Spieler. Die lassen sich irgendwie... Ich könnte ändern. Mir vorstellen, wenn man einen neuen Server macht und von Anfang an das anders einstellt, dass das dann funktioniert. Naja, aber wir wollen ja nicht nochmal von vorne anfangen. Ja, eben. Also das möchte ich jetzt nicht mehr von vorne anfangen. Ne? Ganz ich habe dann jetzt deshalb gesagt, falls einer schreibt komisch. Ich habe bei mir Zugriffe erlaubt, das funktioniert. Ja, kann sein, wenn das von Anfang an ist. Tja, möglich, ne? Man weiß es nicht. Weil auf dem Privaten bei uns geht's ja auch. Ja, wie gesagt, das ist ja der Schwierigkeitsgrad und so, das haben wir ja auch alles verändert, ne? Und das ging ja auch. Wenn jemand da eine Idee hat, immer mal ruhig in die Kommentare. Das mehr wir umstellen kannst du eigentlich nicht. Ob du es so stellst oder so stellst. Wie gesagt, ich habe das jetzt vorgestern oder so, habe ich es nochmal probiert. Habe die Einstellung, habe das wieder rausgenommen, habe gesagt, okay, dann kein Zugriff, gespeichert. Dann nochmal den Zugriff erlaubt, gespeichert und er hat es mir angezeigt, also mit grüner Schrift, Speicherung erfolgreich. Also komisch. Ja, ist schon merkwürdig. Und dann geht's trotzdem nicht. Das ist schon eigenartig. Hast du mal versucht, ob es klappt? Nee. Nee, das stand schon, wenn du dich anmeldest, steht da schon dran, das ist ein Kreuz. Ach so. Wenn du denen das Passwort eingibst, dann ist schon ein Kreuz da. Ja, ist schon irgendwie schon eigenartig. Also. Oh, da lang. Ja, halt die Klappe. Kisten wäre scheißegal, aber mit dem Ofen wäre es schon gut. Ja. Ja, finde ich auch. Mit dem Ofen, das ist eben. Wenn jemand in Not ist, dann kann er noch nicht mal hingehen und sich da irgendwie wärmen oder was, ein paar Holz reinschmeißen und sonst was. Also, was man machen könnte, wir bauen im grünen Tal 7 Ofen hin. Aber besser 5 Ofen. Für jeden einen Ofen. Und da will ich später auch noch eine kleine Baseball und dann bist du Überdachung und einen kleinen Kreis. Könnte man vielleicht später dann machen. Dann stellen wir 7 Ofen rum. Das wäre eine Möglichkeit. Hm. Dann hat man nur Hälfte, denn das ist eins. Ja, aber es ist auch sehr kompliziert eigentlich. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich. Aber anders könnte man das noch nicht machen, weil guten Tag bist du doch mal öfters unterwegs. Das ist meine DHL-Lieferung da gewesen übrigens. Nee, das war ein Dunstkreis über 20 Meter. Da hinten sitzt ein Wolf auf der Tasche, den kannst du haben. Erstmal jetzt ein Wolf auf der Tasche, ja. Dann geht der Wolf mit. Erstmal jetzt Baumwollen gepflanzt, ne, wie sich das gehört. Ich hab ein Elche von mir. Level 2. Level 2. So, was haben wir hier? Schrott. Pass auf, das lohnt sich. Die Tasche lohnt sich nicht, aber ist egal. Ey, du scheiße Bär. Wolf, meine ich. Na, jetzt könnte überall ein Baumwollsamen drin sein. Ja, deswegen. Ich finde, die Pflanze übersieht man auch ganz gut schon mal, also. Und die Heilkräuter auch ein Winkler. Ja, eben. Okay. Eine weniger hätte auch gereicht, ein Schuss weniger hätte auch gereicht, aber egal. Lieber ein Schuss mehr als tot. Das stimmt. Das Heilkräuter hier fahren. Ich weiß, ich muss mir Hände waschen und mein Beil waschen, aber erstmal die Tasche.
Ja, natürlich nicht. Aber die eine Kugel, die ich verschossen habe, die habe ich wieder gekriegt. Na, immerhin. Ein Hühnchen. Hat jemand eigentlich schon einen Stall? Weil ich habe nämlich ein Hühnchen gefangen. Zwei. Wir haben zwei Ställe, Julia. Okay, einmal fast und einmal gar nicht. Okay. Einmal nicht fast und einmal gar Da ist das blutende Wildschwein. Level 3 Wildschwein. Oh, ja. Ja. Was von dem Bären gejagt wurde und von dir. Der hat sich aber wieder voll erholt. Na, schade. Es ist natürlich wieder wie immer bei der ersten Folge einer neuen Aufnahmesession, weil wir immer zwei Wochen dazwischen haben. Ich laufe am ersten Tag ziemlich kopflos durch die Gegend und weiß noch gar nicht so richtig, was ich machen soll. Wir waren so schlau. Apropos kopflos, jetzt nehme ich das lebende Hühnchen erstmal. Wir waren schlau, wir haben gestern nochmal versucht, also probiert und wie gut. Wir haben uns gestern angestellt wie die letzten Menschen. Wirklich, meine, wie die allerletzten Menschen. Das ist weg aus dem Kopf. Man braucht dann doch einen Moment. Ja, und noch eine Tasche. Da sind dann nachher. Damit die Leute was zu lachen haben, wenn sie dir zugucken. Naja, ich hatte weniger Probleme. Die Probleme waren eher bei Manu und Miri, die nackt durch den Wald gelaufen sind. Ey, wir haben ihn aber gelegt, ne? Wir hatten vorher Tee getrunken, mit dem stimmte was nicht mit dem Tee. Deswegen sind wir nackt durch den Wald getanzt. Ne, Miri? War doch so. Ja. Natürlich. Und zwar unheimlich warm. Ja. Okay. Das war kein Farnkraut, was ihr da als Tee gemacht habt. Oder oh, es waren die Pilze. Es können auch die Pilze. Ja, das könnte auch sein. Ja, ich glaube, die Pilze war es. Gott. Hallo, Miri. Alle Kisten gefunden? Keine Ahnung. Ich laufe jetzt gerade. Was ist denn das da? Da ist eine Kiste und ein Bär und mein Haus. Ja. Hier ist auch ein Wolf. Hier war vorhin noch ein Wolf und noch ein Bär. Ja, hier ist auch irgendwie der Teufel los gerade. Also. Oh, Level 1 Bär, den schaffe ich locker. Mit 50 gut. Fieber. Vorhin war hier noch ein Level 2 Bär. 1000 Farben auch keine Bombe, gibt's gar nicht, Alter. Ja, ey, du Spacko-Bär. Hier kommt dann Laub durch meine Fenster rein hier. Ja, das ist ja bedauerlich. Baum wurde gefunden. Ehrlich? Schon wieder? Ja, dann werden wir auch gleich mal Glück haben. Oh, Hase. Nur ich muss meine Falle noch reparieren. Ich wette mit dir, ihr guckt die Videos und sagt, Adrina hat Baumwolle übersehen. Wette mit euch. Und noch ein. Ja, gut, wette ich mit euch. Natürlich. Man hat die Augen ja nicht überall. Ich, dir. Ich weiß, da kriege ich bitte bösen Brief. Nee, böse wird der nicht, aber lustig. Ja. Das ist für den Schreiber. Ja. Ich finde alles. Wirklich alles, aber keine Baumwolle. Was ist da für ein Schrott? Manu, willkommen im Club. Bitte mal sein können, wo ein bisschen mehr sind, aber nein. Mal eine schöne Oase finden hier mit Baumwolle. Schöne, wie sagt man das, in der Pfluffelwiese? Oh nein. Tja. Heilkräuter, damit kannst du einen wirklich. Heilkräuterfasern, also. Ja. Und die Kiste. Ja. Vier Federn. Wie viele Äpfel oder so? Vier Federn. Oh, Sprotten. Das finde ich aber nice. Cool. Also von Kühlschrank technisch werde ich den Winter locker überleben. Naja, ich bin da nicht so, aber ich werde jetzt mal angeln gehen. Mein Mann ist auch noch nicht so voll. Kannst du ja gar nicht angeln, von daher sind es nicht so schrott. Also immer essen findest du. Das Gute ist, man könnte ja im Winter angeln. Ja. Und da fängst du auch gut. Also, finde ich jedenfalls. Ich finde, da fängt man teilweise besser als. Ein leichter Mann, ich werde auswerfen, Boss. Ja, eben. Packst du hin und dann finde ich schon irgendwie besser. Jetzt muss ich. Ich hab's gewusst. Geht doch. Zum Überleben ist das auch nicht schlecht. Man kann es ja zur Not auch irgendwie Feuer dahin packen oder so. Ja.
muss meinen Tee, mein Teebecher, der rechts vor mir stand, musste ich jetzt mit der linken Hand rüberhieven, weil ich mich nicht getraut habe, mit der Hand von der Maus zu gehen, weil ich ja jeden Moment Angelerfolg haben könnte. Und genau in dem Moment, zack, beißt. Mhm. Ich hoffe noch ein Potte. Ja, ein kleines Dingelchen. Ja, da war auch die Frage, warum das verschwendete Zeit ist, wenn man die Kieler Sprotten da rausholt. Weil die nicht satt machen. Und die Zeit, die man zum Angeln benutzt, man anderweitig nutzen könnte, wenn man eine Falle unter Wasser hat. Weil dann kriegt man die Kieler Sprotten so oder so. Kann aber in der Zeit was anderes machen. Ja, aber man hat ja auch die Hoffnung auf die größeren Fische. Und die können, gerade wenn man den Forellenbarsch fängt, richtig, richtig ergiebig sein. Ne? Ja. Oder wenn man jetzt hier diese Fischpastete machen will, da braucht man ja 3 gebratene Lachsfilets für. Hm, auch sehr gut. Oh, hätte ich mal den Herd schon. Wobei ich finde, wenn man die 2 von den kleinen isst jetzt, also so, ja, das war, ist es auch wieder nicht. Also es ist schon etwas mehr geworden, als es früher war, finde ja, ich. Ja, haben sie aufgewertet. Anfangs da konntest du 12 Stück davon futtern und jetzt bringen die schon ein bisschen mehr. Ja. Und denkt man, wenn du richtig rot bist, 4-5 Dinger, bist du auch satt. Ja, ja, das meine ich ja. Also, ist auch so, als wenn du da verhungern tust. Also ist schon was geschehen. Also haben wir schon besser gemacht. Ja, und zur Not kann man immer noch, also wenn man sie jetzt gar nicht, kann man immer noch Öl draus machen. Gibt auch, glaube ich, 2 Öl. Ein oder 2 Öl. Nee, ein Öl. Ist, ja. Eins, ne? Hm. Und zum Notfall machst du halt, lässt du vergammeln. Ja, oder das. Von. Ja, richtig. Also immer, ja. Ein Schweinchen. So, und die zweite Sprotte jetzt am Haken. Siehst du, ich habe jetzt 2 Sprotten aus meiner Reuse genommen und habe die Zeit nicht zum Angeln verdüllt. Ja. Habe ich eben auch eine rausgeholt. Dieses blöde Schwein geht mir langsam auf die Nerven. Das turnt die ganze Zeit um meine Bude rum. Und grunzt ständig und rülpst da rum. Ey. Mann, hör auf, ey. So. Mach's platt und pack's im Kühlschrank. Ehrlich. Was bettelt ihr für mich da drum? So. Aber das ist ein Level 3 und es gibt nur ein Kotelett. Ja. Das ist das Problem. Mhm. Und du brauchst ja alleine schon für diesen. Ich meine, das können wir ja eh noch nicht, aber für dieses. Mit dem Honig, da brauchst du 2 Kotelett. Mhm. Ich glaube, und 1 oder 2 Honig. Ja. Das ist auch nicht gerade wenig dann. Ich finde alles. Die Nacht werde ich wieder zum Kochen nutzen. Das 8 Pfeile ist ja auch nicht gerade die Masse, ne? Nee, viel ist das nicht. So, ich werde jetzt hier nochmal schnell über die Spielwiese touren. Miri hat ja alles freigeschaltet. Naja, wahrscheinlich das zweite Mal schon. Hoffst du. Dann turn mal. Ich glaube, da bin ich heute 2-mal drüber geturnt. So, und die dritte Sprotte, Mann, oh. Ich glaube, ich werde gleich auch mal eine Runde angeln, schau mal. Jetzt ist eine gelbe Sprotte drin. Ich glaube, dieser Barsch, ja. Ja, wie heißt der? Gucken. Ich höre was, aber... Ich sehe nur... Gelbbarsch. Ja. Gelbsuchtbarsch. Wobei das aussieht wie ein Zander. Und, so gut kenne ich mich da nicht aus. Mhm, klar, Zander. Mhm. Frank? Der arme Frank, wollte ich gerade sagen. Heißt bestimmt mit Vornamen Frank. Bestimmt. Hi, Bärchen. Tschüss, Bärchen. Es wird dunkel. Ich werde nach Hause gehen. Sprotte 4. Ich bin mitten auf dem See. Mega. Also, ich sehe tatsächlich nichts, ne? Also. Wieso? Ja, keine Kisten, keine. Ach Ticks. So, das meinst du. Nee, also ist. Und wenn was drin ist, ist was drin, nur kein Baumwollsamen. So, wenn man jetzt mal guckt, dort hinten hinterm Berg geht die Sonne unter. Die erste Folge schon wieder vorbei, Leute, was sagt ihr jetzt? Ja, ging fix. Soll man sagen? Tschüss. Servus, bitte nach. Ja, ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, die erste Folge einer neuen Session ist immer ein wenig konfus durcheinander, aber ihr wisst so ungefähr die Roadmap von dieser Aufnahmesession, was wir vorhaben, was wir wollen, wo wir hinwollen. Und wenn ihr neugierig seid, schaltet zum nächsten Mal wieder ein. Hat es euch jetzt gefallen?
lasst ein Däumchen da. Der Aufruf wegen des Servers ist gestellt. Könnt ihr gerne unter dem Video kommentieren und euch vieren. Dankeschön fürs Dabeisein. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao und bye bye. Tschüss.